Liebe Zuschauer, Alkstron kommt nicht auf die Beine. Im zweiten Quartal, da beschleunigte sich der Umsatzrückgang und der Verlust, der fiel wegen gestiegener Kosten deutlich höher aus als noch vor einem Jahr. Experten, die hatten mit einem deutlich besseren Ergebnis gerechnet. Hoffnungsschimmer ist allerdings der anziehende Auftragseingang. Der ist nämlich im ersten Halbjahr deutlich höher ausgefallen als noch vor einem Jahr. Und über die Zahlen von Alkstron, da spreche ich jetzt mit Adrian Pehl. Er ist Analyst bei Equinet. Schönen guten Tag, Herr Pehl. Schwacher Umsatz, hoher Verlust, größter Auftragseingang seit 2012. So lassen sich die Zahlen kurz und knapp zusammenfassen. Wie lautet denn Ihr Fazit zu den Zahlen? Ja, guten Morgen. In der Tat ist aus meiner Sicht ein relativ gemischtes Bild aus dem Grunde, weil auf der Umsatzseite sieht das zwar in Ordnung aus, erstmal soweit. Die Niveaus grundsätzlich, auf denen sich Alkstron im Moment bewegt, sind aber noch nicht wirklich zufriedenstellend. Da muss noch mehr passieren im zweiten Halbjahr. Gleichzeitig war es so, dass die Bruttomarge hier sehr, sehr schwach war im Q2, deswegen auch der EBIT-Verlust hier höher, was unter anderem daran liegt, dass Alkstron wahrscheinlich für einen größeren Auftrag hier nachbessern muss. Ein Satz noch zum Auftragseingang. Ja, ist richtig, der sieht erstmal vernünftig aus, ist auch gestiegen. Hier muss man allerdings sehen, dass Alkstron seit einiger Zeit auch die Ersatzteile hier mit rein bucht, sodass der Vergleich mit den Vorjahren durchaus ein bisschen schwieriger ist. Woran liegt es denn jetzt, dass Alkstron nicht so richtig auf die Beine kommt? Es gibt bei der größeren Order, die Alkstron letztes Jahr bekommen hat von einem großen chinesischen Hersteller, Sanan, offenbar Probleme mit der Abnahme dieses Tools. Zumindest mal hat sich die Abnahme hier erstmal verschoben, nachdem das ursprünglich ja auch schon in der Auslieferung sein sollte. Insofern fehlen hier schlicht und ergreifend einfach deutlichere Umsatzbeiträge, die auch auf der Profitabilitätsseite helfen sollten. Wenn wir uns den Alkstron-Chart etwas genauer ansehen, die Anleger haben ja zunächst recht positiv auf die Zahlen reagiert. Grund könnte ja sein, dass der Auftragseingang ja zum 30. Juni mit 91,2 Millionen Euro den höchsten Wert seit 2012 erreichte. Wie bewerten Sie denn die Reaktion der Anleger? Ist das berechtigt? Ja, es ist relativ schwierig im Moment einzuschätzen, auch aufgrund von fundamentalen Kennzahlen sozusagen aus dem Grunde heraus, weil durchaus noch ein Risiko besteht bezüglich dieser größeren Order, ob sie zur Auslieferung kommt. Zumindest mal ein gewisses Restrisiko lässt sich hier nicht komplett ausschließen. Das heißt, Alkstron muss hier sicherlich nochmal nachbessern und entsprechend Meilensteine erreichen. Die Order, die der Company vorliegt, ist sicherlich auch insofern entscheidend, dass sie möglicherweise weitere Follow-up-Orders auch von anderen Kunden indizieren könnte, was natürlich dann schön wäre. Auf der anderen Seite eine mögliche Cancellation dieser Order wäre natürlich dann sehr, sehr schwierig für Alkstron, beziehungsweise man müsste dann hier am Ende des Tages den Ausblick auch deutlich korrigieren. Wahrscheinlich für 2015 ohnehin. Möglicherweise wird sich dann auch das Bild eintrüben für nächstes Jahr. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, die hat ja der Vorstand von Alkstron bestätigt. Mhm. Wie schätzen Sie denn jetzt die Perspektiven von Alkstron über 2015 hinaus ein? Schafft Alkstron die Trendwende oder sieht es dann doch nicht so toll aus? Es wird relativ schwierig bleiben aus meiner Sicht. Wenn man jetzt mal bei dem LED-Markt bleibt, dann ist es so, dass man sich hier einen erbitterten Kampf nach wie vor liefert mit dem Hauptwettbewerber Vico. Darüber hinaus glauben wir tendenziell, dass der allgemeine Beleuchtungstrend zwar zu Wachstum auf den LED-Stückzahlen führen sollte und damit auch mittelbar, was die Kapazitäten anbetrifft. Am Ende des Tages wird sich die Nachfrageentwicklung aber sicherlich eher graduell darstellen, sodass für Alkstron weiterhin ein deutlicher Kampf bleibt, vernünftige Umsatzniveaus dort zu erreichen und entsprechende Ergebnisse zu erreichen. Darüber hinaus ist es unsicher, was mit dem großen OLED-Tool, dem zweiten Geschäftsbereich oder großen Geschäftsbereich, der quasi mit der Beleuchtung hier auch irgendwo zu tun hat, anbetrifft, ob dieses erfolgreich am Markt platziert werden kann. Das ist im Moment noch unsicher, aus dem Grund heraus, weil hier das Testtool erstmal erstellt wird. Und insofern lässt sich noch wenig sagen über mögliche Orders, die dort kommen können. Herr Pehl, was raten Sie denn jetzt den Anlegern? Wie sollte man mit der Alkstron-Aktie umgehen?
Ja, es ist tatsächlich, was ich schon mal angedeutet habe, ist tatsächlich relativ schwierig. Wir sind im Moment mit einem neutral Rating am Markt, haben auch das Price Target allerdings under Review gestellt zuletzt. Insofern sehen Sie, dass es nicht ganz trivial ist, was man hier im Moment mitmacht. Ich würde tendenziell abwarten, ob ich noch weitere Indikationen bekomme, dass diese Order mit dem chinesischen Kunden tatsächlich zur Auslieferung kommt, weil dann steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Orders, die dann sich anschließen. Vorher würde ich mich allerdings so ein bisschen auf die Seitenlinie stellen. Adrian Pehl, Analyst bei Equinet. Ich bedanke mich für das Interview. Gerne.